So, hallo liebe TSTV-Zuschauer daheim vor dem Bildschirm. Wir begrüßen Sie nun zum zweiten Mal zu unserer Fernsehsendung TSTV. Tja, wie Sie sehen, die frühlingshaften Temperaturen draußen haben auch bei mir was bewirkt. Ich habe mir die Haare etwas kürzen lassen. Da einige Seher sehr aufmerksam letztes Mal zugeschaut haben, werden Sie auch sicher dieses bemerkt haben. Christian, hast du, das ist mein Kollege Hallo. Christian, hast du auch irgendwas vom Frühling, irgendwelche Veränderungen, die du aufgrund des Frühlings vorgenommen hast? Petra, das sage ich dir nicht. Ach so. Ich dachte, so eine Schönheitskur schadet sicher niemandem. Aber so direkt wollte ich das jetzt nicht sagen. Die kommt noch. Die Haare sind immer noch die gleichen, Ja, ja. weniger. Also vielleicht hat sich bei Ihnen auch daheim ein bisschen was verändert. Ja klar, Frühling liegt in der Luft, so die Frühlingsgefühle. Aber wir werden jetzt ernst. Bevor ich aber zu unserer nächsten Sendung übergehe, zu Dr. Dich, möchte ich noch kurz eine Anmerkung machen. Also wir haben uns wahnsinnig gefreut über die vielen Zuschriften, die diese erste Ausstrahlung von TSTV erreicht haben. Unter anderem hat ein englischer Newsletter über uns geschrieben, und zwar der Transponder, der das sehr begrüßt hat, jetzt eine Fernsehserie über Satellitenempfang zu sehen. Und sie hoffen auch, dass dieses weiterläuft. Naja, also mit so viel Glückwünschen und Begrüßungen hoffen wir natürlich, das Ganze auch in Zukunft weiter durchführen zu können. So, Dr. Dich ist eine Sendung, in der wir ganz spezielle Leserfragen beantworten, die etwas außerhalb des normalen Astra-Empfangs liegen. Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Es ist diesmal auch sehr international. Wir haben wieder aus allen europäischen Ländern eine Frage. Unser erster Leser aus Österreich fragt: In der letzten TSTV-Sendung sprachen wir über das Problem einer fehlenden R323-Schnittstelle, also einer Computerschnittstelle. Wenn schon nicht der Receiver per PC steuerbar ist, so sind doch einige Motoren, zum Beispiel der EGIS-Motor, steuerbar. Gibt es eigentlich passend dazu eine Tracking-Software? Das heißt also eine Software, die praktisch den Motor automatisch zu den Satelliten führt. Auch würde ihn interessieren, ob es Frequenzlisten und Satelliten als Software gibt. Ja, ich hoffe, Christian, du kannst das Ganze beantworten und es gibt entsprechend schon fortschreitende Technik in Ja, diesem Bezug. die gibt es in der Tat, und zwar der Kundenservice der Telesatellit bereitet im Moment Software vor, die jetzt wohl auch bald lieferbar sein wird, und zwar drei Programme. Einmal eine komplette Frequenzliste der Telesatellit in Form eines Window-Programms. Zum zweiten Instant Track, ein Programm, das unter DOS läuft und das eigentlich ursprünglich geschrieben worden war, um umlaufende Satelliten zu verfolgen, das aber jetzt geändert wird auf geostationäre Satelliten, vor allen Dingen auf Satelliten mit einem inklinierten Orbit, wo die Antenne also nachfahren muss. Das läuft unter VGA und zeigt eine Weltkarte und eben auch nicht die Footprints, aber die Belichtungszone des Satelliten. Weiterhin gibt es ein Programm, das nennt sich Satellitenenzyklopädie. Auch das wird vom Kundenservice der Telesatellit vertrieben. Hier sind Daten abgelegt aller Satellitenorganisationen, aller Satelliten und auch aller Launch-Daten. Das war's dazu. Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ich hätte nämlich noch eine Frage, die sicher sich viele Leser stellen. Dieses Wort Inclined Orbit tritt öfter auf, aber keiner weiß genau, was das bedeutet. Kannst du uns da vielleicht Wir haben es helfen? einmal schon versucht, in der Zeitschrift zu erklären. Satelliten, die entweder höher als diese Orbitbahn liegt oder niedriger. Das heißt, sie werden erst Ah höher ja. gesetzt, fallen langsam im Laufe ihrer Lebenszeit nach unten und brauchen auf diese Weise nicht korrigiert werden. Allerdings sind sie nicht geeignet für Anlagen mit einem normalen Motor, der ja wirklich nur diese Orbitwarte abfahren kann und nicht nach oben oder nach unten gehen kann. Also da ist dann meistens schon ein Zweiachsmotor nötig. Also ich hoffe, der Christian konnte Ihnen dahingehend helfen, weil dieses Wort Inclined Orbit hört man immer öfter. Es tritt auch bei uns in der Telesatellit immer öfter auf und es tauchten auch öfter die Fragen auf, was denn dieses sei. Ich hoffe, wir haben das jetzt beantwortet und Sie können was damit anfangen. Die zweite Frage kommt aus Bad Homburg von einem Leser. Er beabsichtigt, nach Uruguay umzuziehen und möchte natürlich nicht auf Satellitentv verzichten. Das ist verständlich. Ihm ist bekannt, dass dort Deutsche Welle TV empfangen ist, aber er weiß nicht, was für eine Spiegelgröße er braucht, um dieses dort zu empfangen.
Er möchte auch wissen, ob es sinnvoll ist, das Equipment in Uruguay zu beziehen oder ob er das sogar aus Europa bzw. Deutschland mit importieren soll. Ich hoffe, du kannst ihm helfen. Was ist besser? Soll er die Sachen importieren oder nicht? Auf jeden Fall von hier mitnehmen, denn auf Elektronik ist ein Zoll von ca. 300% in Uruguay draufgesetzt und es wird also unbezahlbar. Die Antenne selber, die kann er sich in Uruguay kaufen. Mhm. Für den Empfang der deutschen Welle in Uruguay wird ein Spiegel gebraucht mit einem Durchschnitt von 1,30 Meter. Der dann auf den Intelsat K 21,5 Grad West ausgerichtet wird. Das Signal ist also recht stark dort. Allerdings, außer diesem einen Programm Deutsche Welle, hat er dann nur noch die Möglichkeit, Feeds, also Übertragungen zu sehen, die nur zeitweise da sind, von Reuters. Wenn er es ein bisschen größer macht, also eine 3-Meter-Antenne von guter Qualität aufbaut, mit einem Dual-Feed für 4 und für 11 GHz, dann wäre der Empfang weiterer 19 Programme möglich, inklusive CNN und einiger anderer nordamerikanischer Stationen und eigentlich aller lateinamerikanischen Stationen. Beim Kauf des Receivers muss darauf geachtet werden, dass der Modulatorausgang die Norm PAL-N hat. Das ist die Norm, die in Uruguay gebräuchlich ist. Die Spannung ist dieselbe, 220 Volt, 50 Hertz. Auch beim LMB ist es wichtig, darauf zu achten, dass man ein Dreiband-LMB kauft, denn die amerikanischen Frequenzen und eben auch die südamerikanischen Frequenzen liegen etwas höher als bei uns. Sie beginnen bei 11.450 und gehen bis in den 12 GHz-Bereich hinein, also von vornherein gleich ein Dreiband-LMB kaufen. Also Elektronik hier in Europa anschaffen und das rein mechanische, eben die Antenne in Lateinamerika. Ja, vielen Dank, Christian. Ja, wie wir gehört haben, gibt es nicht in jedem Land diese Dumpingpreise in Bezug auf Satellitenempfang, wenn man bedenkt, dass Uruguay 300% Zoll auf das Equipment draufschlägt, dann kann man sich vorstellen, was dort ein Receiver kostet. So, unsere dritte Frage kommt aus Luxemburg und unser Leser möchte gerne sein Equipment auf C- und KU-Band umrüsten. Und er hat einen Fachhändler gefragt, wie es denn ausschaut mit einem amerikanischen Dual-Feed von California Amplifier, das er recht günstig beziehen kann. Auf der Intersat sah er, dass dasselbe Produkt vom Hersteller als sogenanntes europäisches Modell denselben Preis hatte. Was soll er nun tun? Soll er sich das amerikanische Modell oder das europäische Modell beziehen? Oder ist es sogar sinnvoll, nur das europäische Modell zu beziehen? Ich hoffe, Christian, du kannst hier drauf eine Antwort geben. Ja, ich habe von dem Zuschauer noch einen zweiten Brief bekommen. Und zwar, da beschreibt er auch noch seinen Spiegel. Das sind 2,40 Meter Spiegel älteren Datums, den er dafür verwenden will. Den Feed, den er hoffentlich noch nicht festgekauft hat, den sollte er am besten zurückgeben. Das ist dieser hier. Der ist gebaut für den amerikanischen Markt und nicht für den europäischen Markt. Das heißt, das 4 GHz-Band ist hier festgelegt, nicht zirkulär wie bei uns, sondern linear. Pass auf, entschuldige, es ist natürlich ganz schwierig. Ich sehe jetzt dieses Feed hier. Woran kann man denn unterscheiden, was für den europäischen Markt oder was für den amerikanischen Markt gebaut ist? Nur an der Typennummer. Nur an der Typennummer. Ja. Oder man müsste hier sehr genau beginnen zu messen, die Öffnung vom Anschluss vom LMB hier vorne. Also glaube ich, ist es sehr sinnvoll, sich gleich vom Fachhändler beraten zu lassen. Das zeugt eigentlich wieder davon, dass man nicht irgendwas kaufen soll, sondern sich gleich fachhändlermäßig beraten lassen soll, denn der weiß am ehesten, was für ein Produkt hier für den europäischen Markt geeignet ist, denke ich mir, ist sehr sinnvoll. Ja, auch wie gesagt, das Ding ist für den 12 GHz-Bereich, also für den 11 GHz-Bereich nicht untauglich, aber zumindest das Signal wird gedämpft. Hinzu kommt noch, dass dieser Feed fest eingestellt ist auf ein FD-Verhältnis, eine Antenne von 0,33 und die Antenne, die dieser Zuschauer hat, hat ein FD-Verhältnis von 0,4, also das würde auch schon nicht arbeiten. Und er hat recht, eigentlich zum selben Preis, ich weiß ungefähr, was er bezahlt hat hierfür, bekommt er ein europäisches Modell. Der ist dann auch noch einstellbar im FD-Verhältnis zwischen 0,33 und 0,42. Ich sage sicherheitshalber auch mal die Typennummern dazu an. Für das C- und KU-Band dieses Feeds ist die richtige Typennummer 31686 bzw. 31680.
Der eine ist für das C-Band und KU-Band und der zweite ist noch zusätzlich für das S-Band. Aber die aus der Serie 31 sind die richtigen Feeds für Europa. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, das hat Ihnen auch nochmal hinlänglich gezeigt, dass es doch sinnvoll ist, sich vorher zu informieren und nicht alles direkt aus dem importierten Land, wie zum Beispiel hier in dem Fall aus Amerika, direkt zu beziehen, da es nicht immer geeignet ist für den europäischen Satellitenempfang. Die nächste Frage kommt aus Italien, aus Trento. Und zwar fragt er, verschiedene Programme führen im Audiobereich Morse-Signale. Aufgefallen ist das besonders bei AFM-TV auf Intelsat 1 Grad West und auf diversen Übertragungskanälen beim Intelsat K. Da er geübt ist im Lesen und hier immer nur E gefolgt hat, von einer längeren Zahlenkolonne, weiß er natürlich nicht, was er genau damit anfangen soll. Was bedeutet dieses? Er war schon mal ganz gut mit E. Das ist richtig. Es handelt sich hier um die verpflichtete Identifizierung der Sender oder amerikanischer Sender. Mhm. Die sind seit dem 1.3.91 verpflichtet, eine Kennung auszusenden. Wir haben da sehr viele Briefe bekommen. Bei normalen NTSC-Signalen oder auch PAL-Signalen ist diese Kennung auf 7,1 MHz zu finden und bei WMAC-Signalen auf 8,3 MHz. Das, was der Zuschauer dort gelesen oder mitgeschrieben hat, ist in der Tat richtig. Bei EFN-TV wäre es dann E900-751. Das ist das Kennzeichen von EFN-TV. Danach kommt dann die Telefonnummer von EFN mit der amerikanischen Vorwahlnummer und dahinter noch einmal ungefähr 4 oder 5 Zahlen mit internen Daten. Das Ganze wird alle 30 Sekunden ausgesendet mit einer Wortschnelligkeit von 35 Worten pro Minute. Also nichts anderes als eine Senderidentifikation, keine geheimen Zeichen. Ja, es klang sehr interessant, geheime Zeichen, Morse-Signal via Satellit, aber leider hat es einen ganz einfachen Ursprung gehabt. Die nächste Frage kommt aus Berlin. Er fragt, dass neue Satelliten zuerst auf irgendwelchen Parkplätzen getestet werden, bis sie in ihre endgültige Position geschoben werden. Beispiel hierfür ist der GALS, ein russischer Direktsatellit auf 44 Grad Ost. Es wäre aber eine große Hilfe, wenn man trotz fehlender Signale einen Satelliten orten könnte. Ist dies möglich mit einer Barkenfrequenz? Wenn ja, wo bekommt man denn Angaben zu den Barkenfrequenzen verschiedener Satellitensysteme? Ja, Christian, einmal überhaupt, was ist eine Barkenfrequenz und gibt es eine Möglichkeit, diese zu erhalten? Die Barkenfrequenz ist nichts anderes, auch als eine Art Identifikation eines Satelliten. Die sendet er konstant aus, auch wenn er keine Bilder, keine Töne, sonst nichts aussendet. Die Barkenfrequenz ist immer eingeschaltet. Man kann anhand dieser Barkenfrequenz feststellen, wo der Satellit sich im Moment befindet. Und meistens sind es zwei Barkenfrequenzen auf zwei verschiedenen Abteilungen im Band oder auf zwei Bändern. Man könnte also auch sehr deutlich ein Eutelsat 2F1 von einem Eutelsat 2F3 oder 2F2 könnte man anhand der Barkenfrequenz unterscheiden. Literatur dazu gibt es entweder bei Telesatellit, da ist bestimmt schon mal irgendwann was erschienen, aber auf jeden Fall bei Mark Long mit dem Satellite World Almanac oder dem Satellite World Annual. Da stehen die Barkenfrequenz eigentlich aller geostationären Satelliten drin. Wie man sie jetzt empfängt, das ist ein bisschen schwieriger und erinnert eigentlich wieder an den Empfang von SCPC. Da ist schon des Öfteren drüber geschrieben worden. Man nimmt einen Empfänger, einen Scanner, einen Radioscanner, wie sie heute ja auch in Deutschland erlaubt sind und ich glaube in anderen europäischen Ländern teilweise auch, und sucht sich jetzt zum Beispiel im Handbuch die Barkenfrequenz von Eutelsat 2F1 heraus. Die wäre 11.451. Das können wir beim Scanner nicht einstellen. Das heißt, wir schließen unseren Scanner mit Hilfe eines kleinen Dividers oder Splitters an. Das heißt, hier geht es zum Satellitenempfänger, der den Strom liefert. Und diese anderen vier Eingänge sind spannungsfrei, das heißt dem Scanner. Dem kann nichts passieren, der kriegt auch nicht diese 18 Volt, die von hier reingehen, kriegt der nicht. Wir schließen ihn also parallel auf unseren Satellitenempfänger an und stellen jetzt die Zwischenfrequenz ein von 1451. Müssten eigentlich, wenn unser LMB sehr sauber und sehr gut ist, schon ein Barkensignal, einen Piepton hören.
Wenn wir den nicht hören, dann müssen wir einen Megahertz rauf oder runter vorsichtig durchsuchen, bis wir das Signal gefunden haben. Danach können wir auch die Ungenauigkeit unserer LMB berechnen, um dann bei anderen Bakenfrequenzen anderer Satelliten wieder richtig rauszukommen. Was den GALS-Satelliten betrifft, da kann ich keine Angaben zu machen, denn vom GALS sind so wenig technische Angaben im Moment da, zumindest keine Bakenfrequenzen. Da müsste man noch ein oder zwei Monate warten. Ja, vielen Dank. Man meint zwar immer, dass jetzt, wo Russland etwas offen ist, auch sicher einfacher ist, dort irgendwelche Neuigkeiten herauszubekommen, aber für uns war es sehr schwierig. Wir haben uns erkundigt, haben aber leider keine näheren Informationen über den GALS-Satelliten bekommen. Wir kommen nun zur letzten Frage, und zwar kommt die aus Kalmar, Schweden. Dieser Interessent möchte gerne 4 GHz empfangen. Ein örtlicher Händler bietet ihm eine recht interessante Anlage an. Sie besteht aus einem Schäppere Monterey, einem Spiegel von 1,20 Durchmesser, Corotor 2, bestückt mit C- und KU-Band-LMBs. Und er fragt natürlich, weil das ist das Wichtigste für den 4 GHz Empfang für ihn, ob er damit auch die Programme auf dem Arabsat 1C und 1D empfangen kann. Reicht eine solch kleine Anlage aus, Christian? Also 1,20 klingt im Moment nicht sehr groß, um ein arabisches Programm bzw. diesen arabischen Satelliten zu empfangen? Nein, das absolut nicht. Und um das Ganze bildlich darzustellen, sollten wir vielleicht mal draußen zu unserer Antennenanlage gehen. Mhm. Wir nehmen so ein 4 GHz Feed mit und zeigen das Ganze mal an einer 90 cm Antenne. Und man sieht dann, dass es in der Tat nicht gehen kann. Wir haben hier keine 1,20 Meter Antenne, aber eine 90 cm Antenne, an der wir es auch mal als Vergleich sehen lassen können. Und zwar dieser Feed hier, dieser C- und KU-Bahn-Feed, den wir hier draufsetzen würden, der würde jetzt ungefähr 20% der gesamten Antenne des Reflektors verdecken. Das heißt, 11 GHz Signale würden noch schwächer empfangen werden, als sie vielleicht eh schon mit dieser Antenne dann empfangen werden in Skandinavien. In Skandinavien gehen wir davon aus, dass wir für das KU-Band ungefähr 1,50 Meter, 1,60 Meter nötig haben. Um das C-Band zu empfangen in Skandinavien und Arabsat sind auf jeden Fall 3,70 Meter bei guter Qualität nötig. Das heißt, das KU-Band hat eine solide Antenne nötig und keine Mesh-Antenne, also 3,70 Meter. Dann können beide Bänder 4 GHz und 11 GHz auch ohne große Probleme empfangen werden können. Nach diesen interessanten Fragen und Antworten von Dr. Disch leiten wir nun über zu unserem Exotenempfang. Außergewöhnliche Programme, die man auf einem speziellen Satelliten sehen kann. Wir haben heute den Satelliten auf 63 Grad Ost. Christian, was kann man denn auf 63 Grad Ost sehen, beziehungsweise was ist das überhaupt für ein Satellit? Es ist ein Satellit mit sehr unterschiedlichen Programmen, und zwar Programme, die sehr stark einfallen in Mitteleuropa und Programme, die sehr, sehr schwach einfallen. Hat auch noch ein C-Band, also 4 GHz. Es ist der Intelsat 602. Und viele haben in den Frequenzlisten von Telesatellit... Entschuldige, dass ich dich störe, unser Heft zur Geltung, weil viele wussten eigentlich gar nicht, TSTV, was ist das überhaupt? Wir haben auch die Telesatellit erwähnt, aber keiner wusste eigentlich genau, was das ist. Das ist unser Heft und ich hoffe natürlich, diejenigen, die jetzt neugierig drauf geworden sind, die können sich dasselbe auch bei uns beziehen, beziehungsweise mal ein Probeabo bestellen. Die Einschrift bzw. die Adresse blenden wir auch im Nachhinein am Schluss nochmal ein, wo Sie ein Probeheft beziehen können. So haben wir das gleich. 2 Fliegen mit einer Klappe. Komm du zu den Frequenzen weiter. Ja, dann sollen wir den Unwissenden auch noch gleich erklären, dass die Telesatellit grundsätzlich hinten einen sehr großen Frequenzteil drin hat, einen Listenteil, und der natürlich eine ganze Menge aussagt, aber nicht immer aussagt, wie kann ich denn nur ein bestimmtes Programm mit welcher Antennengröße empfangen. Da hat uns Rainer Klohn geholfen, indem er mit seiner Anlage eben all diese Programme aufgenommen hat und eben uns die dann auch zeigt. Beim 602 von Intelsat auf 63 Grad Ost, wie gesagt, handelt es sich um einen Satelliten, der das 11 GHz Band hat und das 4 GHz Band. Der Rainer wird sich wahrscheinlich beschränken auf das 11 GHz Band. Dort sind die kommerziellen Italiener zu Hause mit einem entsprechend sehr starken Signal und 3 Programme und auch Radioprogramme aus dem Iran mit einem verhältnismäßig schwachen Signal. Ja, vielen Dank.
Dieses Mal, liebe TSTV-Zuschauer, sehen Sie, sind wir etwas besser vorbereitet wie das letzte Mal. Bei der ersten Sendung mussten wir uns noch überraschen lassen. Wir wussten nämlich noch nicht, was uns erwartet beim Exotenempfang. Dieses Mal haben wir uns vorher informiert. Also viel Spaß nun beim Exotenempfang. Per gli spaghetti che è venuta buonissima. Allora io preparo l'insalata. Ah, no, è meglio di no. No, tesoro, dammi retta, è meglio di no. E sai perché? Perché poi ci impiego un'ora a pulire e a mettere a posto quello che hai lasciato in giro, però dopo potresti lavare i piatti, è la cosa che ti riesce meglio in assoluto, che cosa ne dici? Allora, ti piace il mio programma? Sì, va bene. Bene. L'ho capito, sai che vuoi prendermi per la gola. Io sarò il tuo schiavo per sempre. Quel nostro viaggio che ci coinvolge da qualche settimana alla scoperta dell'Italia che conta, ovviamente l'Italia che conta in campo orologiaio, siamo oggi in una situazione abbastanza particolare, direi anzi privilegiata, perché siamo ospiti negli uffici della Astrolabio, che è l'azienda italiana che distribuisce nel nostro paese un marchio prestigiosissimo come l'Aulis Nardin. L'Aulis Nardin è un'antica casa svizzera che è sorta nel 1800. Non mi abituerò mai a comunicare una morte. Non c'è altro modo. Faceva diventare così. No, la nostra giuria ha votato tutta per lei, Walter. Meno male, contento? Va bene. Speriamo pure. Sentiamo che cosa invece dice il giudice Santilicheri, perché riuscirà a mettere pace fra voi due, secondo me. Speriamo. Va bene. Gli altri le fanno corte. Rotoloni Regina. Come hai potuto? Dal maestro del brivido. Lei non può morire. Dove sono? Da quanto? Una storia. Non poteva uscire dalla macchina da solo. Qualcuno l'ha tirato fuori. Un amore grande. Sono la tua ammiratrice.
اجازه آزاد به بیرون از خونه بریم یا در اگه درس عقب مونده یا چیز داشته باشیم انجام میدیم. تعطیلی یه مدتی هستش که آدم میتونه توی اون تعطیلات خستگیشو در بکنه و کارهای عقب افتاده رو جبران بکنه به تفریح بپردازه. شما موقع یه تعطیلات عید نوروزی دوست داری چیکار بکنی؟ کجا بری؟ من مسلمان اگر که کسی موقع عید میکنه مسافرت یا جایی داره که آب و هوای بهتری داشته باشه یا آب و هوای عوض کنه از شهر خودش بره بیرون خب بهتره. شما هوای آزاد رو بیشتر دوست دارید؟ Wir befinden uns hier auf der wunderschönen großen Terrasse der Redaktion von Telesatellit mit der beeindruckenden 1,40 Offset-Antenne von Swedish Microwave, die wir heute als Produkt vorstellen. Diese haben wir von Swedish Microwave für Testzwecke zur Verfügung gestellt bekommen und ich glaube, da steckt eine ganze Menge Technik drin, vor allen Dingen, wenn ich jetzt mal das LNC sehe, das ganz geschickt durch eine interessante Wasserschutzhülle verdeckt werden kann. Ich glaube, kannst du mal, Christian, ein bisschen Näheres dazu erläutern, wie das ausschaut? Ja, es handelt sich hier um ein Quattro-LNC von Swedish Microwave, dieses hier. Und das läuft von 10.750 bis 12.750, also umfasst praktisch alle heute bekannten Frequenzbereiche. Ein magnetischen Polarizer, ebenfalls von Swedish Microwave. Was interessant ist, ist die Verstärkung und die Rauschzahl dieses LNBs zwischen 55 und 56 dB Verstärkung bei einem Rauschanteil von 0,7 bis 0,8 dB. Die Antenne selber ist sehr solide aufgebaut. Was ist das für eine Schicht? Das ist eine Polyesterantenne, die mit einer reflektierenden Lage beschichtet ist. Mhm. Sie ist sehr, sehr stabil. Sie kann auch schon mal umfallen, ganz einfach darum, sie kann nämlich nicht verbeulen. Und selbst wenn hier ein bisschen Druck entsteht, würde sich das automatisch wieder in die richtige Form zurückbewegen. Ist das Ganze auch wasserfest hier? Ich sehe das so. Wenn die ja. Sache jetzt hier drauf ist, müsste sie doch dem Wasser standhalten, oder? Ja, wenn dieser Schutz hier oben drauf ist, dann läuft das Kabel hier hinten raus, läuft hier wieder rein. Selbst wenn hier Wasser reinkommen würde, das kann überhaupt nichts ausmachen, das würde letztendlich unten wieder rauslaufen. Und wie schaut es mit der Feed-Halterung aus? Ist die auch wetterfest, weil das schaut mir alles sehr... Nein, das ist ein bisschen oxidiert, was völlig normal ist bei diesem Material. Aber es erscheint also wirklich eine wetterfeste Anlage zu sein. Nun muss man dazu sagen, dass eigentlich all diese Produkte, die aus dem hohen Norden kommen, schon konstruiert sind, mit extrem schlechtem Wetter fertig zu werden. Wir sollten uns vielleicht mal die Rückseite dieser Anlage angucken, denn das ist auch recht interessant. So, liebe TSTV-Zuschauer, nun kommen wir zum Herz der ganzen Geschichte, zur beeindruckenden Rückseite dieser großen Antenne. Also da steckt genauso viel Technik drin, wie ich es auch vorne schon im LNC gesehen habe. Was mir recht kurz und klein erscheint, ist dieser Motor. Kannst du hierzu was sagen? Ja. Warum? Es ist ein kleiner 12-Inch-Motor. Man würde sagen, der Drehbereich dieses Motors ist nicht allzu groß. Er ist es doch. Wir haben die Anlage getestet und aufgrund der Konstruktion des Polar Mounts und der Stellung des Motors zum Polar Mount ist es möglich, von 63 oder sogar 66 Grad Ost bis 45 Grad West zu gehen. Also das ist in der Regel das, was ein Mensch im 11 GHz-Bereich hier auch empfangen kann. Also das deckt, entschuldige, praktisch den gesamten Bereich eigentlich ab, der empfangbaren Satelliten für den 11 GHz-Bereich. Kann man das so sagen? Ja, ja. Und was vielleicht auffallend noch ist, dass dieser Polar Mount wirklich rostfrei ist. Es ist also alles sehr, sehr schön verarbeitet. Es ist rostfreies Material dafür genommen worden. Man sieht das hier auch an den Schrauben. Da hat man sich schon sehr viel Mühe gegeben.
Wie schaut das aus mit dem Aufbau? Ist das sehr kompliziert, dieses ganze Equipment aufzubauen? Sollte man da besser einen Fachhändler zu Rate ziehen oder kann man sich da auch trauen, als, sage ich mal, sehr guter Satellitenfreak diese Anlage selbst aufzubauen? Als sehr guter Satellitenfreak ja, dazu muss ich aber dann eine Einschränkung machen, die Aufbauanleitung. Die war nicht besonders gut. Man ist wohl davon ausgegangen, dass das wirklich ein Fachmann machen muss. Mhm. Also wenn einer Erfahrung drin hat, natürlich kann er das selbst tun. Wenn er wirklich keine Erfahrung hat, dann sollte er es in der Tat auch einen geschulten Installateur tun lassen. Ja, das ist dann wieder ein Grund für Sie, doch lieber beim Fachhandel sich beraten zu lassen und eventuell auch gerade so schwierige Antennen aufbauen zu lassen, weil wenn diese nicht ganz genau einjustiert sind, haben Sie keine Freude dran, weil Sie dann die ganzen schönen Satelliten nicht empfangen können. Können wir noch ein paar Beispiele hören, zum Beispiel 1,40, für welche Satelliten das noch ausreicht im Empfang? Gehen wir vom Westen aus, beim Panamsat ist es überhaupt kein Problem, weder in Süddeutschland noch in Norddeutschland noch in Holland oder in Südskandinavien. Im Osten würde es zu Problemen kommen auf 63 Grad mit den Türken. Die sind in der Tat auch für diese Anlage zu schwach. Da müssten es 2,40 Meter, wenn nicht sogar 3 Meter müssten es da sein. Und die schwachen Signale, die wir kennen, das wäre wahrscheinlich noch Griechenland und Zypern, sind mit dieser Anlage gut zu empfangen. Und das schwächste Signal überhaupt im KU-Band, das wäre Israel, das geht nicht mit dieser und das geht auch nicht mit 4 Metern gut. Also kann man sagen, mit einer 1,40er hier in Deutschland ist man schon sehr gut für den Empfang vieler Satelliten ausgerüstet. Auf jeden Fall. Was vielleicht noch wichtig als Anmerkung wäre, diese Anlage muss auf alle Fälle sehr gut und fest verankert werden im Garten oder wo auch immer Sie die aufstellen wollen. Denn wir hatten jetzt ein Problem, dass wir die nicht recht passend verankert hatten, wie der große Sturm hier in München war und uns die ganze Anlage beinahe umgefallen wäre. Also das noch als kleiner Tipp, weil der nächste Sturm im nächsten Frühjahr kommt garantiert. So, dann werden wir jetzt überleiten zu unserem nächsten Produkt, das wir wieder in unserem Redaktionsraum vorstellen werden. Vielen Dank. So, liebe TSTV-Zuschauer, wir kommen nun zu einem ganz interessanten Produkt. Ich sag mal, ein Produkt, das eigentlich in der Satellitentechnik angesiedelt ist, aber alle HiFi-Freunden-Herzen höher schlagen lässt. Mein Herz natürlich auch, denn ich bin ein kleiner HiFi-Fan und ich finde dieses neue Produkt außergewöhnlich toll. Wie Sie sehen, ist das ein Satellitenreceiver. Dieser Satellitenreceiver hat aber was Besonderes. Es hat ein Dolby Surround ProLogic System. Ein schwieriges Wort, aber ganz einfach erklärt. Sie sehen diese zwei Lautsprecher hier. Von diesen gibt es noch zwei Lautsprecher. Und diese vier Lautsprecher, die jeweils 25 Watt Ausgangsstärke haben, die werden in einer ganz speziellen Anordnung im Raum verteilt, um einen ganz gewissen Sound bzw. Soundeffekt zu erreichen. Dieses nennt sich dann Dolby-Effekt. Und dieses ganze System, das dieser Receiver integriert hat, nennt sich dann Dolby Surround ProLogic System. Ich habe Ihnen, um das Ganze zu vereinfachen, eine Darstellung mitgebracht, in der Sie sehen, wie zum Beispiel diese vier Lautsprecher angeordnet werden müssen im Raum, um diesen Special-Effekt, diesen Hi-Fi-Sound-Effekt, diesen Schalleffekt, ich kann es gar nicht mehr anders da erklären, weil ich selbst so begeistert bin von diesem Dolby-Effekt, zu erreichen. Und zwar hoffe ich, dass die Kamera das Ganze jetzt mal von nahem zeigen kann. Wie Sie sehen auf dieser Grafik, sehen Sie vorne den Fernseher mit dem Receiver und genau in einem Quadrat gleichmäßig verteilt vier Boxen. In dieser Zeichnung sind jetzt zwei Standboxen dabei, aber das muss nicht sein. Es können ganz normale vier Boxen in dieser kleinen Größe sein. Es kommt also nicht auf die Größe an, sondern nur einfach auf die Ausgangsstärke. Da reichen 25 Watt. Und wenn diese in diesem Quadrat so angeordnet werden, erreichen sie einen Effekt, dass sie meinen, sie sind in diesem Film oder in diesem, was Sie gerade hören, in dieser Musik mittendrin. Sie haben einen wunderbaren Hall, sage ich mal. Von allen Seiten kommt Ihnen dieser Effekt entgegen. Und ich glaube, jetzt habe ich genug des Guten gesprochen. Jetzt werden wir auch noch auf die speziellen Satellitentechnik, auf diese speziellen Sachen, die auch ein Satellitenreceiver hat, drauf eingehen. Entschuldige, ich mit meinem HiFi-Spleen habe
die ganze Sache etwas übertrieben. Ja. Sag du noch bitte etwas zu dem Satellitenreceiver selbst. Offensichtlich ist die Petra doch im HiFi-Rausch gelandet. Ich selber halte mich dann jetzt mal an die Satellitentechnik. Das ist auch eigentlich mehr mein Gebiet. Da ist er auch recht interessant. Und zwar, wenn wir die Rückseite, wir brauchen das Gerät, glaube ich, gar nicht umzudrehen. Er hat zwei ZF-Eingänge, findet bei mehreren Satellitenempfängern. Aber was vielleicht interessanter ist, vier SCART-Anschlüsse. Du kannst das Ganze... Für vielleicht zwei externe Decoder oder einen Monitor oder einen Videorekorder. Erklären. Wir drehen es dann doch einmal um. Für die Zuschauer um, weil auch die Rückseite genauso beeindruckend ist wie die Vorderseite. Also wir haben auf der einen Seite, haben wir hier vorne die Anschlüsse für die vier Lautsprecher oder eine oder vier externe Verstärker, falls jemanden die Lautstärke nicht, aber vielmehr das Ausgangsvermögen von diesen rund, ich glaube 15 Watt gibt der Verstärker, 25 Watt sind glaube ich, wenn es nicht genug ist. Wir sehen dann die vier SCART-Anschlüsse für Decoder 1 und Decoder 2, für einen Monitor und für einen Videorekorder. Zwei ZF-Eingänge mit einem Bereich bis 2050 MHz. Und die LMBs werden geschaltet mit 14 und 18 Volt. Was wir aber noch sehen, ist an dieser Seite eine kleine Klappe, die ist jetzt zugeschraubt und die hat man sich was ganz Schlaues gedacht bei Pace. Man stattet das Gerät später mit einem Positioner aus. Er hat nämlich 250 Kanäle und warum soll man diese 250 Kanäle nicht verteilen auf mehrere Satelliten? Dazu ist der Apparat eigentlich auch viel zu wertvoll, um damit vielleicht jetzt nur Astra zu gucken. Also kann man sich später bei Pace noch einen Positioner bestellen. Der wird als Plug-in-Modul da hineingetan und dann kann man das Ganze auch an eine drehbare Antenne noch anschließen. Ja, so wie ich das Ganze sehe, die Rückseite ist erklärt. Ich würde gerne noch mal kurz auf die Vorderseite zu sprechen kommen, die nämlich wirklich, finde ich, auch vom Design sehr beeindruckend ist. Wie Sie erkennen können, gibt es da vorne das kleine Panda-Zeichen. Das ist das Symbol für das Original Panda-Wegener-System, das auch schon bezeichnend für exzellenten HiFi-Sound. Natürlich muss so ein Gerät auch dementsprechend damit, muss solch ein Gerät diesen Panda-Wegener-System auch integriert haben, um auch glasklaren Empfang zu haben. Außergewöhnlich scheint mir diese runde Drehscheibe, Christian, für was ist die oder hat die sogar einen speziellen Namen? Zum Drehen? Die hat einen Namen, aber ich komme nicht aus dem HiFi-Bereich. Also, ich weiß, selbst bei Videorekordern ist sie heute dran, aber ich habe einen Videorekorder aus dem Jahr 0, der hat das noch nicht. Ich glaube, das Ganze heißt irgendwie... Es ist auf jeden Fall was mit Shuttle, das wissen mit wir. Mit Shuttle, das genau. Ist sehr wichtig. Es ist auch kein Space Shuttle, das Ganze ist was anderes. Und anstelle von vielen Druckknöpfchen und Schaltern können wir das alles mit diesem einen Knopf machen, verschiedene Funktionen ausfüllen. Also durch das Band durchscannen oder durch Frequenzen durchscannen, dafür ist das eigentlich gedacht. Zum Schluss würde ich sagen, kommen wir noch zu dieser tollen Fernbedienung. Recht einfach gehalten, natürlich Infrarot. Sehr einfach zum Bedienen. Könnte man da noch dazu was sagen? Es ist eigentlich eine PS-Standard-Fernbedienung. Sie ist recht einfach. Man braucht nämlich im Grunde genommen nichts anderes als hier nur diesen oberen gekennzeichneten Bereich. Diese anderen Dinge, die nimmt man einmal, um irgendwas festzulegen und einzustellen. Und damit hat es sich dann eigentlich. Der Receiver selber erscheint mir recht aufwendig gebaut zu sein. Neben dem hübschen Design. Ja. Man hat sich also schon Mühe gegeben, denn mir sind auch die ersten Pace-Receiver bekannt, die also von der Videoqualität immer sehr gut waren. Manchmal nicht so sehr die Gehäuse, aber hier ist es also wirklich etwas recht Stabiles. Also das Ganze ist auch in Deutschland zu beziehen, denn Pace hat auch in Deutschland ein Büro. Vor allen Dingen besonders sind nicht nur zwei Lautsprecher, sondern es sind vier Lautsprecher dabei und das Ganze zu einem wahnsinnig attraktiven Preis. Also eigentlich für jeden Satelliten-HiFi-Freak ein Muss für ins Wohnzimmer. Vielen Dank. Tiefen Einblick in den HiFi-Bereich werden wir Sie jetzt entführen auf zwei Satellitenmessen, die im März stattgefunden haben. Einmal die Intersat in Frankfurt
und die CeBIT in Hannover, wobei die CeBIT natürlich nicht nur eine Messe für Satellitenfreaks ist, sondern auch für Computerfreaks. Ich hoffe, Sie können von unseren selbstgedrehten Videos sich einen eigenen Einblick machen, wie interessant diese Messen sind. Vielleicht wollen Sie sie auch nächstes Jahr mal besuchen. Ich wünsche Ihnen hier viel Spaß. Danach im Anschluss sehen Sie unser berühmt-berüchtigtes Glücksspiel, dieses Mal mit einem sehr außergewöhnlich interessanten Preis. Das heißt, bleiben Sie auf alle Fälle dran und schalten Sie nicht ab. Bildschirm. Wir begrüßen Sie hier vor dem Messegelände in Frankfurt. Heute ist Eröffnungstag für die internationale Fachmesse Intersat, die sich speziell mit der Satellitentechnik beschäftigt. Wir haben hier auch einen ganz eindrucksvollen Blick, wenn man auf die andere Seite schwenkt, zu einer Art Skyline von Frankfurt, auch mit dem Wahrzeichen, dem hammernden Männchen. Wir sind noch recht früh am Morgen hier, so langsam trudeln die ersten Fachbesucher ein. Die ersten Tage sind sowieso erstmal für die Fachbesucher gedacht, die sich dann in Ruhe an den Ständen die verschiedenen neuen Satellitenequipment-Produkte anschauen können. Wir werden jetzt sie ganz langsam für einen Rundgang fertig machen. Wir werden uns jetzt gleich erstmal akkreditieren und dann einfach sie mal quer durch die Hallen mitnehmen. Vielen Dank. Hallo liebe TSTV-Zuschauer daheim, wir befinden uns nun auf der Intersat in den Messehallen. Wir stehen hier direkt vor dem großen Stand von Eutelsat. Wir werden jetzt einen kleinen Rundgang über die Messe machen, damit Sie auch mal einen Eindruck bekommen, wie groß diese Messe ist und welche Aussteller sich hier auf dieser Messe befinden. Wir werden jetzt anfangen. Wir schwenken nun von Eutelsat rüber zu Grundig und Astra. Und dann geht es halt weiter zu den kleineren Fachhändlern. Großen beeindruckenden Stand des SES Astra Betreibergesellschaft, die auch wunderschön dekoriert die Satelliten vom Astra 1AB und C oben an den Himmel gehangen haben. Von hier aus gehen wir jetzt weiter Richtung Nokia, ausgestellt hat auch Meyer und Böse, SAT-Partner mit neuen Produkten. Und wie man sieht, ist die Malerei für die Schüsseln, beziehungsweise wird die Malerei für die Schüsseln immer interessanter. Man kann also immer mehr Aussteller feststellen, die bestimmte Schüsseln bemalt haben, um halt das Ganze etwas hübscher, gestaltungsförmiger für die Häuserfassade darzustellen. Ist der Stand von Red Hot Television. Wie wir wissen, sind sie ja ganz plötzlich von der Bildscheibe verschwunden. Es ist geplant worden, hier Stellungnahme der Presse zu geben und es sind auch verschiedene Projekte diskutiert worden, weil sie wollen ja großartig in das Geschäft reinsteigen. Sie wollen ja neben ihren berühmten Filmen auch noch etwas für die besondere Gruppe von gleichgeschlechtlicher Liebe machen. Aber wie man sieht, hat das Ganze wohl nicht sehr viel Wirkung gezeigt, weil der Stand ist leer und auch die Leute erreicht man nicht mehr. Also das sagt eigentlich alles, was man davon zu halten hat. Morgen, grüß Gott, liebe TSTV-Zuschauer daheim. Wir befinden uns heute Morgen in dem Informationszentrum auf dem Messegelände in Hannover. Wir begrüßen Sie heute zur CeBIT. Ich hoffe, wie Sie sehen, ist schon eine ganze Menge los. Wir kommen nachher recht gut durch die für Sie interessanten Hallen 13, 16, 17 und 23. In diesen befinden sich hauptsächlich die Aussteller für die Satellitenkommunikation.
Wir werden Sie jetzt gleich einfach mal mitnehmen. Und hier haben Sie noch einen kleinen Einblick, wie interessant das Informationszentrum ist. In Marmor gehalten, recht schick. Auch das Ambiente des Pressezentrums ist ganz anregend. Liebe TSTV-Zuschauer, wir befinden uns hier direkt vor Ort. Hier im Hintergrund die Technik und die zwei Herren von der Telekom, die für die Ausstrahlung von TSTV zuständig sind. Das ist einmal zu meiner Rechten der Herr Rack und zu meiner Linken der Herr Kircher. Sie werden uns mal ein bisschen was erklären, weil es schaut sehr technisch hier alles aus. Und vielleicht, Herr Rack, können Sie schon mal anfangen, wie es da ausschaut, im Hintergrund erstmal, wie das funktioniert mit dem Abstrahlen und den Signalen und allem. Gewöhnlich bekommen wir von den Rundfunkanstalten ein Fernsehbild und einen Ton. Mhm. Das wird hier zunächst auf den Modulator gegeben, wird FM-moduliert, frequenzmoduliert, kommt aus dem Modulator in der 70 MHz Zwischenfrequenz raus, geht auf den Sendeumsetzer hier oben drüber, wird in die endgültige Sendefrequenzlage gebracht, kommt dann auf diese beiden Leistungsverstärker und wird verstärkt mit 2x300 Watt auf einen Hohlleiter oben zur Antenne und wird zum Satelliten gestrahlt. Und kann dann je nach Satellitensystem entweder in Deutschland, in Europa oder auch im Ausland empfangen werden. Und was für Abstrahlung haben Sie heute geplant? Ja, heute Abend von 21 bis 22 Uhr machen wir eine Ausstrahlung für die Telesatellit. Die Ausstrahlung dauert eine Stunde und wird mit diesem Fahrzeug hier durchgeführt, mhm, am 17. und am 20. In dem Fall werden wir die Kassette direkt hier vor Ort einspielen. Ja. Ja. Ansonsten, das ist also das Wesentliche dieser Technik. Aha. Haben Sie heute noch für andere Firmen Abstrahlungen oder laufen zurzeit irgendwelche Abstrahlungen? Ja, wir haben hier auf der Messe zwei Fahrzeuge stehen. Mhm. In dem einen Fahrzeug hier machen wir Rundfunkverteilung über Satellit. Dies wird digital gemacht mit einem 2-Megabit-Träger und soll für die Rundfunkanstalten die Möglichkeit geben, anstatt über terrestrische Modulationsleitungen direkt die Signale über Satellit zu den Sendern zuzuführen. Auf alle Fälle mal für bessere Qualität. Ja, bessere Qualität und natürlich preiswerter, ja, für die Rundfunkanstalten, ja. Und mit dem anderen Wagen machen wir Compressed Video. Was ist das? Hier werden über ein 45-Megabit-Signal 6 Fernsehprogramme abgestrahlt. Das bedeutet, dass man statt in einem Transponder ein Fernsehsignal abstrahlen zu können, kann man 6 abstrahlen. Auf digitalem Wege. Aber das haben Sie jetzt nicht hier. Das ist in dem anderen Wagen. Wird von der Telekom, von FUBA und von einer amerikanischen Firma TVCom zusammen gemacht. Ah ja. Das ist ja auch bekannt. Was haben wir jetzt noch hier vorne? Sie haben da ein Testbild drin. Ja, hier vorne ist im Wesentlichen die Messtechnik. Ganz oben ein Signalgenerator. Wenn mal kein Fernsehbild angeliefert wird, kommt da der Farbbalken raus zum Beispiel, den man häufig auf dem Satelliten sehen kann. Mhm, genau. Als nächstes ist der Videoanalyzer. Hiermit kann man in den Prüfzeilen, die im Fernsehbild vorhanden sind, Messungen durchführen über Signalgeräuschabstand, Pegel des Bildinhalts und so weiter. Darunter ist ein Oszilloskop, mit dem man das Fernsehbild beurteilen kann. Dann kommt hier unten einfach ein Monitor, um sich das Ganze auch anzuschauen und beurteilen zu können vom Bildeindruck her. Warum wackelt es jetzt oder ist dieser Streifen da drin? Das ist ein Bild, das ist von der Matz hier und das ist momentan steht still. Also ich kann es auch abfahren. Ja. Moment. So. Das ist quasi jetzt die Matz zurückgespult. Mhm. Und das ist so ein kleiner Werbefilm der Telekom. Und das sieht man so, das SNG-Fahrzeug ein bisschen. Wie es durch Berlin fährt. Das ist interessant. Einen Werbefilm wollen wir eventuell ja auch noch einblenden bei uns. Ja, wir dachten vielleicht, dass man Teile daraus nimmt, mhm, für den Vorspann heute Abend. Mhm. Ah, das ist interessant, ja, auf alle Fälle. Aber wir wollen eventuell noch was wegschneiden, weil der insgesamt etwas lang ist. Ach so. Und wie würden Sie das dann machen? Können Sie das hier schneiden, oder?
Na, da würden wir mal die Rundfunkanstalten, die hier ansässig sind, ein bisschen um Hilfe bitten. Weil wir haben hier nur eine Maschine und zum Schneiden benötigt man zwei. So, das war die Technik hier drinnen. Vielen Dank für das Interview. Bitte schön. Vielen Dank. Und ich hoffe, das war sehr informativ für Sie, liebe Zuschauer daheim. Danke. Ja, hallo liebe Zuseher, ich begrüße Sie heute ganz herzlich zu meinem Gewinnspiel Open Air. Sie sehen, in München hat der Frühling einiger gehalten und diese Frühlingspower, die mich hier so umgibt, die werde ich jetzt auch in dieses Gewinnspiel mit einarbeiten. Dementsprechend muss natürlich auch der Preis sein, den es zu gewinnen gibt, und zwar heute diese 90 cm Drehanlage von MWC. Dazu gibt es den entsprechenden Receiver, wo natürlich der Positioner mit integriert ist. Ja, so ein toller Preis verlangt natürlich auch nach einer sehr schweren Frage, zu der kommen wir anschließend. Die Frage lautet: Welchen Gesamtfrequenzbereich
umschließt, dass in dieser 1,40 Meter Anlage von Swedish Microwave vorgestellte LNC. Ich wiederhole, welchen Gesamtfrequenzbereich umschließt das in dieser Anlage vorgestellte LNC? Bitte nennen Sie mir hierfür jeweils den Beginn- und Endfrequenzbereich. Ja, ich glaube, diese Nuss können Sie auch knacken. Und diese schreiben Sie dann bitte auf eine Postkarte, senden das Ganze an Telesatellit, Postfach 80 1965 in 81619 München. Ja, das war's schon wieder zu diesem Gewinnspiel. So viel dazu und zum Münchner Frühling. Mal schauen, was beim nächsten Mal passiert. Vielleicht spielt das Wetter wieder mit und ich bin auf der Zugspitze. Und wie dann der Preis ausschaut, das überlasse ich jetzt Ihrer Fantasie. Danke, ciao. Ja, hallo liebe Zuseher, endlich ist es soweit. Wir sind jetzt bei der ersten Ziehung unseres Gewinnspiels. Bevor wir das machen, muss ich aber noch was loswerden. Liebe Zuseher, wir sind wahnsinnig stolz auf Sie. Wir haben hier so viele Zuschriften bekommen und auch die Reaktionen von sämtlichen Leuten, die das bisher wohl gesehen haben mussten, die waren so toll, wir konnten das alles gar nicht glauben. Und darum möchte ich sagen, so eine Sendung, wie wir sie machen, kann immer nur so gut sein, wie die Zuseher sind. Und wir hoffen sehr, dass wir das weiterhin so bringen, wie sie uns sehr gerne sehen möchten. Gut, jetzt haben wir genug gesprochen. Ich würde sagen, ich mache es nicht mehr lange spannend. Ziehen wir gleich einmal, wer gewonnen hat. So, jetzt schauen wir mal. Ich schaue auch nicht hin. Es sind wirklich so viele. So, ich lese jetzt mal die Lösung vor. Die Clearrail-Satellitenantenne reflektiert durch ein in die Kunststoffschüssel eingelassenes feinmaschiges Metallgitter die Strahlung und bündelt sie so im LNC. Also das ist wirklich sehr, sehr gut beantwortet. Aha, darf ich die Sani vorstellen? Nein, das ist unsere Gewinner, den brauchen wir schon noch. Und gewonnen hat das Ganze, Sani, geh schon Platz, komm. Gewonnen hat Wolfgang Richard, Endelhauser Straße 23 in 80686 München. Holala, das ist ein Münchner. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also das freut mich jetzt schon ganz besonders, dass ein Münchner unsere schöne Clearrail-Antenne gewonnen hat. Ich zeige das Ganze jetzt mal in die Kamera. Man kann das hoffentlich gut sehen. Ein Münchner hat unsere Clearrail-Antenne. Also lieber Wolfgang Richard, ich komme mal heim und schaue mal dann an, wie sie bei dir wirkt, dieses durchsichtige Ding. Gut, das war jetzt schon die Ziehung, das erste Mal. Eigentlich wollten wir es mit Tusch und Trara, aber ich habe mir gedacht, ich bleibe so, wie ich bin. In diesem Sinne freue ich mich auf das nächste Mal und noch einmal danke. Tschüss. Und nun die Nachrichten. Eutelsat 2 F1 13 Grad Ost ausgebucht. Folgende attraktive Sender buchten einen Transponderplatz auf diesem Eutelsat-Satelliten. Frequenz 11,146 GHz horizontal, der Hardcore-Pornosender aus Dänemark TV69. Voraussichtiger Sendebeginn 1. Mai diesen Jahres. Frequenz 11,596 GHz horizontal, ComTV. Der Musiksender für Musikfreaks ab 35. Voraussichtiger Sendebeginn 2. April. Frequenz 11,617 GHz vertikal, BBC News. Ein englischer Nachrichtensender startet, aber leider erst am Ende dieses Jahres. Frequenz 11,678 GHz horizontal,
der amerikanische Science-Fiction-Sender, Sci-Fi Channel genannt. Das freut auf alle Fälle Enterprise-Freunde. Leider auch erst Startbeginn Ende diesen Jahres. TV69, ein neuer Versuch. Diese hart umkämpfte Szene der Erotiksender via Satellit ließ schon einige Millionärsträume wie eine Seifenblase zerplatzen. Man denke nur an Retor Television, die einen leeren Stand auf der Intersat-Messe hinterlassen haben. Nun versucht die dänische TV-Firma TV69 mit Rückenwind von VTO, Teresa Orlowski, in diesem Markt Fuß zu fassen. Die ersten Testsendungen über Eutelsat 2 F1 13 Grad Ost, Frequenz 11,146 GHz horizontal, werden in den nächsten Tagen ausgestrahlt werden. Der Ableger steht in Dänemark, der diesen Sender auch lizenziert hat. Das Verschlüsselungssystem ist Videocrypt 2. Karten und Decoder können bei einer deutschen Firma rechtzeitig bezogen werden. TV Asia rund um die Uhr. Der Privatsender TV Asia wird definitiv einen 24-Stunden-Kanal auf Astra 1D buchen. Das bisher laufende Programm soll dann noch mit persischen Sendungen ergänzt werden. Astra 1D Italienisch, noch streng geheim. 4 Transponder auf dem im Herbst von Kourou mit einer Ariane starteten 4. Satelliten werden für die italienischen Programme reserviert. Die SES Astra Betreibergesellschaft konnte dies zwar aufgrund der noch nicht unterschriebenen Verträge bestätigen, zu einem Dementi waren sie aber auch nicht bereit. CNN via Satellit. CNN seit 1. März via Eutelsat. Wie wir nun von Eutelsat erfahren konnten, hat unter anderem auch CNN einen Transponder auf dem untergegangenen Satelliten Eutelsat 2 F5 gebucht. Damit sollte vor allem Osteuropa abgedeckt werden. Um nun bestehende Verträge mit osteuropäischen Gesellschaften einhalten zu können, musste für CNN schnellstens eine Alternativlösung her. Die hieß Eutelsat 1 F4 25,5 Grad Ost, Frequenz 11,095 GHz horizontal in PAL. Bertelsmann kooperiert mit Canal Blue. Noch in diesem Sommer soll ein Gemeinschaftsunternehmen der Bertelsmann AG und des französischen Privatsenders Canal Blue die Tätigkeit aufnehmen. Mit dieser erneuten Allianz wollen beide Medienunternehmen die Zukunft des nicht werbefinanzierten Pay-Fernsehens auf internationaler Ebene mitbestimmen. Da das werbefinanzierte Fernsehen an Grenzen stoße, eine zukünftig digitalisierte Ausstrahlung aber eine Vielzahl an neuen Angeboten ermögliche und sich im amerikanischen Raum schon diverse Großfusionen auf diese Situation vorbereiten, sei es notwendig, gemeinsam die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten zu sichern. Diese Kooperation soll die vor wenigen Tagen beschlossene Zusammenarbeit zwischen Bertelsmann, Deutsche Telekom und der Kirch-Gruppe, genannt Mediaservice GmbH, auf dem Gebiet der Pay-TV-Vermarktung ergänzen. Es drängt sich einem aber die Frage auf, wem diese Elefantenhochzeiten im Endeffekt nutzen. Leichter Aufwärtstrend beim Elektronikriesen Philips. Nach 4 dividendenlosen Jahren wird die Philips Elektronik NV Eindhoven erstmals wieder eine Dividende von 0,5 Gulden je Aktie auszahlen. Allerdings hat Philips immer noch 2 große Problemkinder am Arm. In der Unterhaltungselektronik ist dies die Großfirma Grundig AG in Fürth, in der Professional Elektronik ist dies die deutsche Philips Communication Industrie in Nürnberg. Trotzdem will man vorläufig noch an beiden Firmen festhalten, so Philips-Präsident Jandy Timmer. Letzte Meldung des heutigen Abends ist himmlisches Telefonieren. Ab Juli können die Passagiere der deutschen Lufthansa während des Fluges mit dem Rest der Welt telefonieren. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen zunächst die Airbusse A800, A600 und A310 mit Satellitentelefonen ausgerüstet werden. Das Ganze ist aber leider nicht sehr billig. 17 D-Mark pro Minute soll dieser Spaß kosten. Wenn man sagt, reingesteckt und
haben nun wirklich einen sehr funktionalen Produktionspark eigentlich, der täglich Übertragungen sehr erfolgreich absolviert. Wir haben heute für unser Mittagsmagazin ist eine Übertragung aus Dänemark. Und es ist eigentlich täglich Bedarf. Im Fall von Sarajevo, wie haben Sie das da getan? Haben Sie da mit Flyaways? Genau, mit Sarajevo selbst. War zwar der Kollege Klose, ja. Aber dort haben wir EBU-Anlagen gerichtet. Wir hatten keine Kollegen selbst da. Mhm. In Krisengebieten waren wir in Somalia zweimal. Mit eigener Flyaway? Mit eigener Flyaway. Ja. Wir waren in Uganda. Mhm. Wir waren natürlich in Moskau. Ja, wir haben eine Anlage in Moskau. Wir waren in Indien während des Erdbebens. Ja. Kein Krisengebiet, aber doch auch ein erschüttertes Gebiet. Und das sind eigentlich die wesentlichen Sachen, die wir in Krisengebieten gemacht haben. Wir arbeiten in einem News-Konsortium zusammen mit privaten europäischen Anbietern. Das ist CBS, da ist Sky dabei, da ist VTM aus Belgien dabei, da ist auch Tokyo Broadcast Services dabei. Und wir haben eben einen Vertrag, dass wir einen Transponder zum einen teilen, aber in den einzelnen Ländern nutzen die verschiedenen Anstalten eben auch die Anlagen der einzelnen Broadcaster, sodass man nicht immer die eigene Anlage hinschicken muss, sondern auch die des Partnerunternehmens mitnutzen kann. Das ist schon sehr erfolgreich gelaufen und es gibt einige Highlights dazu und die sind hier auf diesem Band zusammengefasst. Und vielleicht können wir uns das gerade mal anschauen, das müsste für Sie auch interessant sein. Ja? Schön. The CBS Evening News. This is Sky News. I'm on my way, I'm making it. I've got to make it show, yeah. So much larger than life. Soldiers around here, our satellite dish. Nelson Force is nearly lost in a fierce firefight. For the survivors, it's been a kind of living hell. Wir haben es jetzt hier 16.35 Uhr Ortszeit und schauen Sie selbst. Adrian Brown, Sky News in Southwest India. Boris Yeltsin began his assault on the Russian White House. Zeven begon de eigenlijke bestorming van het gebouw. Kampf. Immer mehr Politiker stellen sich hinter Boris Yeltsin. Ja, irgendwie Sky. In het gebouw brak onmiddellijk een zware. Okay, fine. Sky in London, can you talk to me? It was Boris Yeltsin striking back. Vom Gegenpräsidenten Rutskoy. So now I have Sky News. They want an interview with me. I don't know. I got lots of time. Peking, danach Sydney. Beijing and Sydney are the front runners. Beijing. For a few agonizing, mistaken moments, Beijing thought it had won. Let's go live now to Monte Carlo. No, oh, RTL like says the audio is just fine. Alles okay. Boris Yeltsin. Okay, Drehpflicht,
Nein, also die Nachrichten, dass er hier das Weiße Haus verlassen hat, die können wir immer noch nicht bestätigen. Da gibt es widersprüchliche Aussagen. Unser Kollege Terry Phillips von dem amerikanischen Sender CBS in Moskau. Yes, there have been. Of course, there's been fighting near the TV tower that began last night, and there have been recent reports of more fighting there. It's just after 1:05 in the morning. 8 dB. Ja, wir müssen. 20 villages, much like this town square, were virtually destroyed. James Hattori, CBS News, the relief Bombay. Teams have given up looking for the living. Sky, how close are we to this live shot? Thank you. Hello. Uli Klose is here. To Sky now. Yeah. Yes, I can hear you. It really is a race against time to try and get these bodies out as soon as possible and to dispose of them in the right way. Okay, I have the IFB now. Excuse me, I'm working, yeah, I'm sorry. Just so you know, it's possible that at 6:15, yeah, VTM, if a correspondent doesn't make it here in time, VTM might want to do a two-way with you. Is that okay with you? Yes. Okay. Who's VTM? Oh, it doesn't matter. Wir atmen einmal tief ein und aus. Wir haben es für heute auch wieder geschafft, obwohl das darf man ja eigentlich nicht sagen. Man soll sich ja freuen, Ihnen eine tolle Sendung präsentieren zu können. Wir hatten dieses Mal sogar etwas mehr Bammel wie bei der ersten Sendung, nachdem wir erfahren haben, wie viele Zuschauer uns eigentlich zusenden, gell Christian? Ja, ja, und aus wie vielen verschiedenen Ländern. Das hat einen richtig beunruhigt, aber wir freuen uns trotzdem. Hoffen Sie auch das nächste Mal nochmal bei unserer Sendung begrüßen zu können. Die Abstrahlung schaut aus wie einmal im Monat. Einmal im Monat ist es jetzt geplant. Wir hoffen, einen festen Rhythmus zu finden. Genau, aber den finden Sie dann in der Telesatellit. Also einmal im Monat in der Telesatellit wird die Ausstrahlung genau bekannt gegeben. Und wir hoffen, Sie das nächste Mal nochmal zu begrüßen. Also machen Sie es gut. Tschüss aus München. Auf Wiedersehen, alles Gute und herzlichen Dank nochmal für all die Briefe, die Sie uns geschrieben haben. Mit und ohne Kritik. Genau. Wiedersehen. Wiederschauen.